Abschiedstournee statt weitere gemeinsame Schritte. Pavel Dotschews auslaufender Vertrag in Aue wird nicht verlängert. Beim BVB 2 das erste Spiel nach der frühen und transparenten Verkündung des Vereins. Der Gegner mit Bundesliga-Material. Cole Campbell und Almoguera Caba gestern noch im Kader beim 4-0 der Profis gegen Freiburg 2. Der BVB 2 will den Trend bestätigen. Zuletzt zweimal ungeschlagen über Cole Campbell und Almoguera Caba. 2 von 5 Veränderungen. Jordi Paulina da noch dran. Campbell verdammt gewitzt, kreativ. In der 5. Minute leitet er die erste gefährliche Aktion des BVB ein. Aue zuletzt mit 7 von 9 Punkten. Dotschew muss eine komplette rechte Seite ersetzen. Fallmann Gelbsperre, Klausen Blind am OP. Der Trainer Fuchs stellt um und setzt unter anderem auf Rückkehrer Barilla und ihn auf dem linken Flügel. Kilian Jakob mit dem 1:0 in der 6. Minute. Sein 2. Saisontreffer, der Linksverteidiger links vorne aufgeboten. Das hat schon mal gut geklappt, zum Beispiel gegen den VfB 2. Und hier macht er in Offensivspielermanier seinen 2. Saisontreffer auf Vorlage von, na klar, Barilla. Der BVB kalt geduscht, macht ihm nichts. Das ist eine klasse Vorlage von Eberwein und Cole Campbell. Der 18-Jährige total abgezockt in der 11. Minute mit dem 1:1-Ausgleich. Eberwein hat das Auge und dann zündet Campbell den Motor gegen den 18 Jahre älteren Männel. Dann eiskalt zum 1:1. Hier ist richtig Tempo drin in dieser Partie. Beide Mannschaften mit klarer Spielidee. Beim BVB geht es schnurstracks schnell nach vorne. Paulina legt ab, Foti nimmt den Top mit und Hetwa startet rechtzeitig. 27. Minute, Spiel gedreht, Julian Hetwa. Topwochen für ihn gegen Energie Cottbus, zuletzt mit einem Doppelpack beim 3-3 vor der Länderspielpause. Hier mit Sahnetor. Der hat Kreativität und Genialität im Fuß und lässt Mennel zum 2. Mal am heutigen Abend keine Chance. Und der BVB bleibt dran, immer wieder über Cole Campbell. Der lässt sie alle stehen und dann kommt Majeczak zu spät. Der Pfiff von Felix Grund. Der Elfmeter. Stefaniak und Majeczak beschweren sich. Und hier wird klar, warum. Denn Majeczak fault Campbell außerhalb des Strafraums. Also kein Elfmeter. Das ist nicht berechtigt. Und Eberwein verschießt. Mennel hält und hält auch für die Gerechtigkeit des Sports. Der BVB verpasst die 3:1 Führung vor der Pause. Aues Fans weit angereist, um sich hier 2 Kontertore zu fangen von einer perfekt eingestellten Mannschaft von Coach Zimmermann. 2. Durchgang, Stefaniak hat das Auge für Jakob. 2:2, nein, es wird abgepfiffen, weil hier anscheinend abseits von Stefaniak 2. bittere Fehlentscheidung aus Aues Sicht. Der Treffer hätte zählen müssen. Das Erzgebirge wird hier um den Ausgleich gebracht. Stattdessen die 74. Minute. Der BVB situativ gefährlich und hier machen sie den Deckel drauf. Julian Hetwa mit seinem 2. Doppelpack in Serie. Sein 3. in seiner Drittligakarriere. Sein 9. Saisontreffer. Es sind die Wochen des Julian Hetwa. Tolle Vorarbeit von Eberwein, der damit seinen verschossenen Elfmeter wettmacht. Am Ende fehlt dem FCE Konsequenz im letzten Drittel und das Spielglück. Spiel 1 auf Pavel Dotschews Abschiedstournee geht verloren. Inwiefern wirft euch die Mannschaft zurück? Gar nicht, weil ich sag's auch so, auch wenn selber enttäuschend und bitter ist diese Niederlage, weil das absolut unnötig war, denke ich mir, ist kein Grund jetzt uns zu zerfleischen oder irgendwie so jetzt an uns zu zweifeln. Ich habe
all die Jahre mit Pavel zusammen bestritten. Also da gab es ganz wenige Spiele, die ich dann nicht auf dem Platz stand. Insofern geht mir das persönlich natürlich auch ein Stück weit nah. Da ist was zusammengewachsen über die Jahre. Trotzdem ist es am Ende ja Profigeschäft. Ja, und dass ein Vertrag ausläuft und dann vielleicht mal nicht verlängert wird, das passiert nicht nur bei Trainern, auch bei Spielern. Und ja, insofern bin ich da persönlich sehr traurig und letzten Endes müssen wir das als Mannschaft aber auch professionell nehmen. Der Rekordtrainer der dritten Liga wird genau das tun und sein Team perfekt einstellen für die Spiele gegen Verl und Ingolstadt. Der BVB 2 bricht dank Konsequenz und Zielstrebigkeit den Aue-Fluch. Erster Sieg in der dritten Liga. Live beim Magenta Sport.